Diese Aufnahmen wurden nicht zu Zeiten des Dritten Reichs aufgenommen, sondern erst vor kurzem bei einer legalen Musikveranstaltung. Viele menschenverachtende Parolen hat Thomas Kuban undercover in der rechten Musikszene gehört. Seine Erkenntnisse publizierte er im Dokumentarfilm Blut muss fließen. Blut muss fließen, das ist ein Nazi-Lied, das eine Tradition hat, sehr traurige Tradition erst einmal. Von der SA wurde das schon gesungen zu Zeiten des Nationalsozialismus. Und die SA hat das geklaut aus einer Zeit, wo sich die Deutschen zum ersten Mal in Richtung Demokratie bewegt haben, 1848, 1849 bei den Aufständen, haben das Demokraten gesungen und damals sollte Fürstenblut fließen. Sicherlich auch nicht ganz meine Art, jemanden totzuschlagen, den man loswerden will. Aber auf jeden Fall ist es ein Lied, mit dem Demokratie eingefordert wird. Also das Gegenteil von dem, was Nazis heute mit diesem Lied machen. Eine völlig absurde Ideologie lässt viele Anhänger der Szene teilweise nicht mehr klar sehen. Mit Hilfe von Musik wird rechtes Gedankengut auf perfide Weise propagiert. Thomas Kuban begab sich in große Gefahr, als er in die rechte Musikszene eintauchte. Für Thomas Kuban, der über 10 Jahre sich in dieser Welt bewegt hat und darüber hinaus ja auch schon vorher, bevor er Undercover gedreht hat, war das natürlich etwas schier, man muss es so sagen, Unaushaltbares. Man muss sich das einfach vorstellen, immer wieder reinzugehen und zu wissen, dass sie einen suchen, dass sie einen erwischen wollen, dass sie einen dann auch wirklich, und das ist die klare Konsequenz, töten werden, wenn sie mich erwischen, in dem Fall Thomas Kuban eben. Darum wird er auch bei Filmvorführungen von Peter Ohlendorf vertreten. Auf Einladung des Bündnisses Buntes Deggendorf wurde der Film auch im Deggendorfer Kino Schwalli gezeigt. Unter den Besuchern befanden sich auch aktive Gegner des Rechtsterrors, die um Anonymität gebeten haben. Ich sag's mal so, wenn man es jetzt nochmal in Form von so einem Film sieht, dann ist man an manchen Stellen schon schockiert. Aber es ist, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und informiert, dann ist es nichts Überraschendes. Also mich hat der Film jetzt nicht überrascht. Rechtsextremismus und die damit verbundenen Konzerte gibt es nicht nur in Großstädten. Sie werden auch im ländlichen Raum veranstaltet. Laut Stefan D. gibt es auch in Deggendorf rechte Gruppierungen. Ich bin hier in Deggendorf aufgewachsen, habe das immer mitbekommen, dass hier praktisch solche Sachen abgehen. Und ich finde es halt einfach es steht halt komplett einer freien Gesellschaft entgegen, wenn solche Leute hier ihre antisemitischen, ausländerfeindlichen, rassistischen, homophoben, sexistischen Hetze hier kundtun können. Und es gibt halt leider hier nicht so viel Widerstand, dass dem Einhalt geboten werden kann. Der Dokumentarfilm Blut muss fließen zeigt einige Beispiele auf, wie die rechte Musikszene erfolgreich bekämpft werden kann. Leider stößt er auch oft auf Desinteresse und Ignoranz, auch bei offiziellen Stellen. Daran drohte fast die Realisierung des Films zu scheitern. Die Unterstützung für diesen Film war wirklich miserabel und ich glaube, das ist fast noch höflich ausgedrückt. Nein, über 4,5 Jahre hinweg keinen Cent an Unterstützung zu bekommen, weder vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen noch von Stiftungen, von Sponsoren. Da haben wir gedacht, wir sind im falschen Film, um in dem Bild zu bleiben. Ich hätte mir das nicht vorstellen können, aber es zeigt auch einfach, dass in dieser Zeit, in der wir produziert haben, und es war ja bis knapp vor dem Auffliegen des selbsternannten nationalsozialistischen Untergrunds, dass in dieser Zeit der Blick in die Nazi-Welt hinein doch sehr verstellt war, überhaupt nicht mehr scharf war und welche Defizite da sind. Es sind enorm, auch das beweist es, und es ist ein hoher Handlungsbedarf, der jetzt endlich mal klar machen muss, hier hat sich viel zu ändern und darauf warten wir noch. Es muss sich viel ändern. Die rechte Ideologie ist die einzige politische Ideologie, die mit Gewalt propagiert wird. Eine erschreckende Vorstellung, dass sich diese Strömung weiter ausbreiten könnte.